Ja, grüß euch, liebe 1000 PS-Freunde. Anarchy steht bei Michelin für Reise-Enduro-Reifen. Ihr kennt vielleicht den Anarchy Weil, der klassische 50-50er Stollenreifen. Dann gibt es den Anarchy Adventure, das ist der 80-20er. Und jetzt neu den Anarchy Road. Das ist praktisch der Erbe des Anarchy 3, den es früher gegeben hat. Und das ist ein 90-10er Reifen, also ein Reifen, der vornehmlich auf der Straße zu Hause ist, und ich werde ihn in den nächsten Tagen ausgiebig testen, und wenn euch das interessiert, dann schaut euch das Video an. Gut, mittlerweile habe ich die GS und den Reifen zurück nach Österreich gebracht. Ich bin jetzt auch noch eine Woche zu Hause damit unterwegs gewesen, also so circa 2600 Kilometer. Ich weiß nicht genau, wie viele Kilometer die Kollegen vorher schon in Spanien mit dem Reifen gefahren sind. Ich glaube, dass er jetzt so um die 3000 drauf haben müsste. Prinzipiell sind ja diese modernen Reise-Enduros wirklich bereit, um einiges Offroad zu fahren, wenn man es kann. Also für die Könner, selbst so dicke Dinger wie die GS, kann man sich ja Offroad bewegen, aber die wenigsten machen es. Und auch wenn ein Stollenreifen auf so einem Motorrad natürlich sexy ausschaut, ist er so ein 90-10er Reifen wie der Anarchy Road von Michelin sicher genau das Segment, das die meisten aufziehen. Weil was will man von einem Reifen? Man will Stabilität, man will einen gewissen Komfort und vor allem einen Grip haben, und all das soll immer so ein 90-10er auf der Straße bieten und dann eben auch ein bisschen was noch für abseits der Straße, aber das fahren eh wahrscheinlich eher die wenigeren, obwohl natürlich auch das 50-50er Segment boomt, also mehr Stollenreifen denn je verkauft werden, ist das sicher das wichtigste Reifen im Portfolio von einem Hersteller. Und jetzt hat eben Michelin auch wieder einen 90-10er Reifen, der am Stand der Zeit ist, wirklich mit den Besten mithalten kann. So viel traue ich mir sagen, nach dieser Strecke, wo sehr, sehr viel Autobahn dabei gewesen ist, notgedrungen, aber auch kurvenreiche Landstraßen und jetzt auch ein bisschen ein Schotter und so. Also da habe ich schon ein bisschen Eindrücke gewinnen können. So wie auch der komplett für 100% Straße ausgelegte Road 6 hat auch der Anarchy Road diese 2 CT Plus Technologie, das ist nichts anderes als eine Zweikomponenten-Gummimischung, das heißt eine härtere Gummimischung über die gesamte Lauffläche des Reifens und eine weichere Gummimischung an der Schulter. Und das bewirkt, dass man durch die härtere Gummimischung eine längere Laufzeit hat, also eine größere Laufleistung, eine höhere Laufleistung. Und Stabilität, und die weiche Mischung an der Flanke ist für die Agilität gut und für den Grip. Und Grip sowie Agilität bringt dieser Reifen wirklich mit. Das ist eine Freude, wie einfach der einzulenken ist, wie stabil der in der Kurve hält. Also man muss schon sehr, sehr beherzt am Reitbeweiher drehen, um da wirklich den Grip auszuloten, also die Grenzen auszuloten. Wenn man zum Beispiel am Kurvenausgang bei Schräglage noch einmal Gas gibt, dann merkt man dann schon, wie eben bei der GS die Traktionskontrolle eingreift. Aber da muss man, wie gesagt, schon recht beherzt unterwegs sein. Was ich auf dem Weg neben Autobahnkilometern vor allem auch gehabt habe, waren niedrige Temperaturen, speziell in den französischen Bergen. Und da muss ich auch sagen, dass auch bei wirklicher Kälte einen guten Grip bietet, das heißt sehr, sehr viel Vertrauen erweckt. Und nicht nur bei Kälte, sondern auch bei Nässe. Das hat angefangen bei feuchten Straßen in der Früh durch den Tau, aber dann auch bei richtigen Starkregen. Also ich habe dann wirklich 800 Kilometer im Schüttregen gehabt, und selbst da muss ich sagen, erweckt der Reifen Vertrauen und geht eigentlich alles, was man gewillt ist, im Regen mit einem Reifen zu fahren. Das heißt, man ist ja sowieso im Regen, das sagt Ihnen schon der Hausverstand, ein bisschen zurückhaltender unterwegs. Das heißt, vielleicht immer ein bisschen einen Gang höher, als man es im Trockenen fahren würde, ein bisschen softer beim Bremsen und so, aber ich muss ganz ehrlich sagen, da gehört er zu den Klassenbesten. Also die Regenperformance von dem Anarchy Road hat mich wirklich überzeugt,
Und wenn man jetzt dann noch die Autobahn hernimmt, Laufruhe, auch wirklich wunderbar. Also da hat mich nichts wirklich gestört, da hat es kein Geräusch gegeben, das sich im Vordergrund gedrängt hätte. Und auch beim Bremsen, selbst beim harten Anbremsen, hast du kein störendes Aufstellmoment. Also da ist er jetzt wirklich bei den Klassenbesten mit dabei. Aber das sind auch alles Dinge, die man von einem modernen 90-10er Reifen erwarten kann. Wie schaut es mit den 10% aus, die er verspricht, abseits der befestigten Wege? Ja, da muss man sagen, natürlich Schotterwege, Feldwege, wenn es nicht zu steil und ruppig wird, die gehen ohne Zweifel, überhaupt keine Frage. Aber das ist natürlich auch immer alles eine Frage des Tempos. Weil worin unterscheidet das sich so ein 90-10er Reifen von einem 80-20er wie den Energy Adventure zum Beispiel, also von einem Reifen, der ein bisschen mehr Profil hat, vor allem in der Spurstabilität. Und wenn du dann zu schnell auf eine Kurve zukommst mit so einem 90-10er, dann wird's da schon ein bisschen, dann kannst du schon ein bisschen eng werden, die Kurve. Also das heißt, diese Reifen können natürlich Schotter, wenn da einer sagt, ich fahre jeden Feldweg, jeden Schotterweg damit, das ist schon richtig, aber es ist natürlich auch immer eine Frage des Tempos. Und mit einem 50-50er Reifen kann ich viel flotter über den Schotter fahren, weil er ganz einfach spurstabiler ist, weil er dorthin fährt, wo du hin willst, und zwar unmittelbar dorthin fährt, und auch beim Bremsen merkst du den Unterschied. Trotzdem würde ich sagen, alles, solange es trocken ist, geht mit dem Reifen, wenn man eben die Geschwindigkeit danach anpasst. Und wenn es dann feucht wird, ja, dann kommt er natürlich schon an seine Grenzen. Also wenn es an Gatsch, Matsch mag er überhaupt nicht, keine Frage, da ist dann rasch los mit lustig. Aber feuchte Wiesen ebenso, aber solange es trocken ist, geht das schon. Wenn man sich jetzt fragt, warum dann überhaupt dann so ein Energy Road und nicht gleich den Road 6, sofern es ihn dann für die Dimensionen vom eigenen Motorrad auch gibt, das kann ich auch beantworten, weil ganz einfach so ein 90-10er, so ein Reise-Enduro-Reifen eine härtere Karkasse hat. Und dadurch, wenn du jetzt dann zum Beispiel auf einem Feldweg, auf einer Schotterstraße so ein bisschen so Steinstufen hast, dann schluckt der Energy Road Sachen, die der Road 6 nicht mehr schluckt, und da hast du dann ganz einfach mehr Komfort und mehr Reserven auf solchen Strecken. Also da unterscheidet er sich dann sehr wohl von so einem 100%igen Straßenreifen. Aber auf alle Fälle, wenn ich jetzt resümierend sage, hat Michelin jetzt auch das volle Portfolio wieder mit modernen Reifen bestückt für eine Reise-Enduro. Beginnend eben mit dem 90-10er Reifen, mit dem Energy Road, mit dem neuen, über den 80-20er, den Energy Adventure, bis hin dann für die Schotter-Freaks den Energy Wild, den 50-50er Reifen. Den Energy Road gibt es bislang in jeweils 4 Dimensionen fürs Vorderrad und fürs Hinterrad. Wir haben vorne für 21 Zoll und 19 Zoll Räder die Reifen und hinten für 18 Zoll und 17 Zoll, wird wahrscheinlich auch noch erweitert werden, aber das ist das, was momentan am Markt ist. Und ja, er gehört definitiv jetzt zu den Guten in der Klasse, zu den Besten in dieser 90-10er Klasse. War schon an der Zeit, weil der Energy 3 meiner Meinung nach nicht mehr am letzten Stand der Dinge gewesen ist. Wenn man jetzt sagt, welche Schwächen hat er, ich habe es eh schon angesprochen, wenn man sich rausbewegt aus dem eigentlichen Einsatzgebiet von dem Gummi, dann hat er natürlich seine Schwächen, aber das ist logisch, das ist bauartbedingt. Die Regenperformance ist wahrscheinlich seine größte Stärke meiner Meinung nach. Das verdankt er der 100%igen Silica-Mischung, also wir haben da wirklich 100% Silica-Mischung und dann auch diesem Profil, das bis nach außen gezogen ist, das eben eine gute Drainage bewirkt, und dadurch ist er für mich wirklich, was Regen betrifft, eine Top-Wahl, absolut. Und die Laufleistung, ja, die traue ich mir natürlich nie abschätzen, aber wenn man sich den Reifen jetzt anschaut, der bestimmt so um die 3000 Kilometer jetzt runter hat, und da war sehr, sehr viel Autobahn dabei, und man sagt eben, Autobahn ist reifenfressend, fährt ein Reifen eckig und ab, dann muss ich sagen, da geht sicher noch einiges. Also ist es bestimmt ein Reifen für Vielfahrer, für Leute, die bei jedem Wetter fahren, weil er das eben auch kann, tiefere Temperaturen
Regen, Nässe. Also mir hat da wirklich taugt, mir hat die Zeit damit taugt. Wenn euch das Video taugt hat und wenn es euch Information gebracht hat, die verwertbar ist für euch, dann seid so gut und lasst uns einen Daumen hoch da. Schreibt es in den Kommentaren unten rein, welche Fraktion ihr seid, also ob ihr 90-10er Reifen fährt oder ob ihr eher zur Schotterpartie gehört, die 50-50er Reifen bevorzugen oder irgendwas in der Mitte. Das würde mich interessieren. Schreibt rein, ob ihr den neuen Energieroad vielleicht auch schon ausprobiert habt. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, auch ganz, ganz wichtig, abonniert unseren Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr unsere Videos nicht mehr versäumt.